Sie haben gerade gesagt, das wäre der dritte Weltkrieg. Sollte es einen Krieg geben, dann haben die USA ja schon gesagt, sie würden, beziehungsweise Joe Biden hat erklärt, er würde US-Truppen dorthin versenden. Sie sagen jetzt dritter Weltkrieg, das heißt, Sie rechnen, in so einem Falle würde Europa da mitgehen? Zunächst einmal muss man die Frage dahingehend beantworten. Der amerikanische Präsident hat eine ziemlich feste Zusage gegeben. Und so wie wir den amerikanischen Präsidenten kennengelernt haben, steht er zu seinem Wort. Das, was er sagt, wird getan. Das war bei seinem Vorgänger nicht immer zwingend. Aber in diesem Fall glaube ich daran. Das heißt, die Amerikaner haben der Republik Taiwan, die sie allerdings diplomatisch noch nicht anerkannt haben, eine feste militärische Beistandspflicht zugesagt. Allein dies ist natürlich hochbrisant. Was die Europäer tun, hat man sehen können. Der französische Präsident ist dabei, die Dinge ein wenig differenzierter zu sehen. Und Sie haben gesehen, der Streit war sofort da. Deutschland hat sich richtigerweise auf die Seite der amerikanischen Freunde gestellt. Ich kann nur hoffen, dass wir nicht in die Verlegenheit kommen, diesen Ankündigungen auch Realitäten folgen zu lassen. Denn wenn der amerikanische Präsident seiner Beistandspflicht nachkommt, dann haben wir es zweifelsfrei mit einer militärischen Auseinandersetzung zu tun, von der ich keine Ahnung habe, wie die sich entwickelt und wie die ausgeht. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.